Welcome to Brawlhalla! Wie er schon sagt, willkommen bei Brawlhalla. Und zwar werde ich hier euch ein neues Spiel bzw. ein Beta-Spiel präsentieren. Das ist zurzeit in der Beta 2.25.1. Das seht ihr leider nicht. Das ist nämlich hier hinter meiner Webcam, also hinter der Kameraaufnahme. Und ich werde euch dieses Spiel hier, es ist ein 2D-Spiel, ein bisschen zeigen. Ich habe ein bisschen schon gespielt, damit ich ein bisschen reinkomme. Ich spiele trotzdem immer noch grottig, aber ich bin nie letzter. Es gibt immer einen noch schlechteren, genauso wie es immer noch einen besseren gibt und so weiter. Ja, was ist das für ein Spiel? Das ist ein, ja, man könnte eigentlich Kampf, Jump and Run, Hin und Her, Hüpfspiel bezeichnen. Ich finde immer meine Bezeichnung lustiger als die des eigenen. Wir können jetzt aber mal auch die Musik wieder anstellen. Online. Und gehen direkt in ein Spiel rein. Es gibt bereits für den Start 6 Charaktere. Einmal eine, ja, die sieht nach Western aus hier mit so einem Sheriff-Hut. Dann eine, ja, Maya-Indianerin, stammige mit Speer. Dann eine, ja, Wissenschaftlerin-Art. Ein Pirat, der ziemlich tolle Zähne hat und einen großen Mund. Und dann den finde ich ganz toll. Und zwar sieht der irgendwie ziemlich gruselig aus, aber kommt mir irgendwie aus einem anderen Spiel bekannt vor. So ein Judo-Typi mit irgendwas. Und die haben unterschiedliche Stärken und so weiter. Deswegen, die sind ganz lustig eigentlich. Ich nehme die hier immer. Queen Kai! Also, hab 4 schon ausprobiert, aber der hat mir am meisten gefallen halt. Und deshalb. Oh! So, jetzt geht's los. Es war erstmal Vorbereitung. Ich hoffe, ich habe alles noch so richtig eingestellt. 3, 2, 1, Brawl! Dominating.
Double knockout. Ich hab gewonnen! Yay! Sehr, sehr cool. Und das finde ich doch mal geil. Sehr, sehr schön. Also es war auf jeden Fall nicht langweilig. Huhu, fast nächste Level. Sehr schön. Wenn ein oder von zwei Menschen gehen. Ja, das wäre eine Quest jetzt zum also eine Mission. Gewinne ein oder zwei Matches, also Spiele mit Wu Sheng oder Kazid, wie auch immer. Ja, mal gucken. So, was können wir noch machen? Wir haben hier unterschiedlich. Wir können auch 1 gegen 1 spielen. Man kann aber auch mit seinen Freunden spielen. Die sind aber alle nicht online. Das sind die, die automatisch von Steam angezeigt werden, wer dieses Spiel spielt bzw. hat. Es ist ja absolut kostenlos, daher online. Ist es nicht schwierig. Hier kann man nochmal 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Das finde ich auch mal interessant. Queen Kai. So. Funktioniert nicht. Singleplayer. Also gegen Bots und so weiter. Oder Training halt. Ja, man kann auch im richtigen Spiel trainieren. Da kriegt man wenigstens auch noch Münzen und hast du nicht gesehen. Ein Tutorial gibt es theoretisch mehr oder weniger auch. Das habe ich mir eben so angeguckt. Da kannst du nochmal gegen Bots. Legenden kann man sich hier alle angucken, die es so gibt. Das finde ich sehr, sehr toll. Ich habe hier auch so ganz süße Favoriten, beziehungsweise interessante Favoriten. Und ich muss aber sagen, mir kommen die ein bisschen sehr bekannt vor. So mit Spitzohren, mit Bogen und sowas alles. Irgendwie wie Zelda und so. Der kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Also, es kommt mir ein bisschen bekannt vor hier mit ein paar Charakteren, abgewandelt und so weiter. Aber ich finde sie echt toll. Also ich finde das sehr, sehr schön hier gemacht alles. Grafisch ist hier top. Online. Und dann machen wir nochmal ein Queen Kai. Oh, ich bin bereit. Gibt es noch jemanden, der gegen mich spielen möchte? Weil manchmal ist es eben halt schwierig, dass einer nicht dann da ist, der mit einem zusammen das zockt oder so. Deswegen Freunde zu haben ist hier immer ganz gut. Ich gucke allerdings jetzt mal, online. Dass wir mal ein bisschen hier im Hintergrund ein bisschen quatsche. Das kennt ihr ja sicherlich, nur quatschen ist so. So, ein Pirat, eine Schießwütige und eine mit einer Axt. 3, 2, 1, Brawl! Super.
gerade jetzt erstens weggeschossen. Kommt mal her. Shut down. Auf dem zweiten Platz. Also gut. Das ist gut. Also das gefällt mir. Das macht echt Spaß. Ja, das war cool. Auf jeden Fall. Ja. Level up. Sehr schön. Das gefällt mir. Die kommt immer weiter hier. Es ist so, gefällt mir die am besten. So mit dem Blau. Ein bisschen zu gelb, so. Ja. So sieht sie gut aus, auf jeden Fall.
So, aber noch zum Spiel. Ich finde es wahnsinnig gut. Es lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Es ist ja gratis, also man kann es antesten, geht schnell runterzuladen. Man kann es testen, wenn es einem gefällt, kann man spielen. Wenn nicht, dann haut es wieder runter. Ist ja super easy bei Steam einfach so zu bekommen. Und ich muss sagen, dieses Spiel macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich werde es vielleicht ab und zu mal zu einem Stream oder so zwischenhauen. Aber so als Let's Play werde ich es nicht bringen. Wenn ihr mit mir zocken wollt, addet mich einfach bei Steam, bei JunaLP oder bei YouTube. Schreibt es einfach in die Kommentare, wie findet ihr das Spiel? Habt ihr das Spiel gespielt? Spielt ihr es? Wollt ihr es spielen? Und so weiter. Oder wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich ein anderes Spiel vorstelle und oder so, dann schreibt es mir auch einfach mal in die Kommentare. Aber bis jetzt war es das für mich. Die Entwickler haben hier auf jeden Fall gute Arbeit geleistet und es ist ja noch in der Beta, also wird es auf jeden Fall sicherlich noch besser und noch feinriffliger, also noch ordentlicher gemacht, damit alles hier richtig stimmig ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, in der nächsten Vorstellung oder auf meinem Kanal. Ich habe wahnsinnig viele Videos gemacht zu verschiedenen Spielen. Schaut einfach mal dort vorbei und habt Spaß. Macht's gut!